Grüß Gott und herzlich willkommen bei Liechtenstein Live. Unser Thema heute ist Steuern im Allgemeinen und die Verknüpfung von Theorie und Praxis, insbesondere an der Universität in Liechtenstein. Und dazu begrüße ich Professor Martin Wenz. Grüß Gott. Grüß Gott. Steuern, ein eminentes Thema, beschäftigt uns eigentlich schon seit zwei Legislaturperioden. Wie fließt das Thema Steuern in die Universität, in die Ausbildung ein? Also Steuern ist in der Praxis, im Leben, kann man ja sagen, ein wichtiges Thema, auch an der Universität Liechtenstein. Steuerliche Inhalte, der Steuerlehrstuhl ist aktiv in sämtlichen betriebswirtschaftlichen, rechtlichen Ausbildungsstudiengänge im Bereich Master, im Bereich Bachelor, im Bereich Doktorat, insbesondere aber auch in der sogenannten Weiterbildung, das heißt Tagungsveranstaltungen, Seminare bis hin zu Zertifikatslehrgängen, speziell zum Thema nationales, internationales Steuerrecht, als auch Executive Master Studiengänge. Wir haben einen eigenen Executive Master Studiengang in International Taxation, heißt liechtensteinisches, österreichisches, Schweizer, deutsches Steuerrecht, internationales Steuerrecht, europäisches Steuerrecht, all die Dinge, die da eine Rolle spielen. Die Grundstruktur der Steuerreform, die stammt ja von der Universität. Die Grundstruktur der Steuerreform stammt aus einer Arbeitsgruppe, die die Regierung damals vor mehr als zwei Legislaturperioden einberufen hat, deren Vorsitz ich innehatte, insofern aus der Arbeitsgruppe auch mit großen Anteilen der Universität. Jetzt gibt es sozusagen Diskussionen, Wünsche von allen möglichen Seiten. Tagt diese Arbeitsgruppe noch? Gibt es die überhaupt noch? Oder befasst man sich auch aktuell mit Anpassungen? Also ein Steuersystem lebt in Anführungszeichen und bedarf natürlich der ein oder anderen Anpassung an verschiedenen Stellen. Die damalige Arbeitsgruppe in der Form gibt es jetzt als organisatorische Einheit nicht mehr. Es gibt aber eine ähnlich besetzte Arbeitsgruppe in Bezug auf eine oder die Neuausrichtung, was jetzt die internationale Steuerrechtsordnung anbetrifft, Stichwort Base Erosion Profit Shifting, BEPS. Das müssen wir übersetzen. In einfach Deutsch. Also die Frage, um die es da geht, wo es der OECD sehr wichtig ist, dem G20 sehr wichtig ist, brauchen wir eine neue Steuerrechtsordnung in Bezug auf international, multinational aktive Unternehmen? Werden die Steuern, sehr vereinfacht gesprochen, dort entrichtet, wo die wirtschaftliche Tätigkeit auch stattfindet? Also machen wir es sozusagen gleich praktisch. Zahlt Google gerechte Steuern oder verschieben sie das Steuersubstrat in Niedrigsteuerländer oder auch Starbucks, das sind jetzt die großen, um die es da geht. Das sind immer die klassischen Beispiele. Ganz genau, bezahlen Sie die Steuer dort, wo grob gesagt die Wertschöpfung stattfindet, kann man sich natürlich sehr schnell eine Diskussion, wie soll ich sagen, herbeiführen. Wo ist die Wertschöpfung? Wo ist bei Amazon die Wertschöpfung? Ist es das EDV-System, die Serveranlagen beispielsweise, oder sind das die Speziallager-Verpackungseinrichtungen? Sehr plakatives Beispiel, aber ich glaube, da kann man sehr gut sehen, wo findet eigentlich die Wertschöpfung statt. Sicherlich an beiden Standorten. Im Augenblick wird etwas übertrieben eher am Serverstandort die Steuer entrichtet. Aber ich meine, da gibt es sozusagen Beispiele aus der Vergangenheit. Das war immer ein großes Thema bei den Sportlern, etwa Formel-1-Rennfahrer, die in Monte Carlo leben und in Monte Carlo versteuern, und hat aber nicht funktioniert. Ich meine, die Steuerbehörden haben dann eingefordert, wenn du in Deutschland fährst, dann musst du das Honorar vom Deutschland Grand Prix auch in Deutschland versteuern. Das wäre eigentlich das Modell. Das Modell ist so ähnlich, ganz genau. Im Bereich Künstler- oder Sportlerbesteuerung kennen wir das. Ein Konzert findet an einem bestimmten Standort statt oder ein Rennen. Oder in Bezug auf ein Rennen werden bestimmte Einkünfte generiert, beispielsweise aus Sponsoringverträgen, die aber eben mit dem Gewinn des Skirennens, des Formel-1-Rennens zu tun haben. Und hier können natürlich die Staaten, die diese Veranstaltungen oder wo diese Veranstaltungen stattfinden, wie soll ich sagen, stärker auf diese Gelder, Preisgelder etc. zugreifen. Und zwar unabhängig davon, ob die jetzt dieser Person zufließen, dem Formel-1-Rennfahrer oder seiner Vermarktungsgesellschaft oder sonstigen Dritten. Ganz klar, das ist ein ähnlicher Trend, ganz richtig, den wir dort eigentlich schon länger kennen. Die Frage ist natürlich nur, wo findet Wertschöpfung statt? Wenn
kenne zum Beispiel eine Marke, die wir auch im Land kennen, oder eben ausländische Marken, große, starke Marken, mit denen man sofort ein Geschäftsmodell auch als Kunde verbindet. Wenn die zum Beispiel lizenziert werden, ist das etwas sehr Normales. Hochsteuerländer fordern das auch ein. Umgekehrt kann man natürlich damit schon wieder, wie soll ich sagen, Gewinne verschieben, jetzt im positiven Sinne gemeint, weil sie in diesen Hochsteuerländern, woher diese Marken kommen, versteuert werden sollen. Aber es hat eben einen Einfluss darauf, ist diese Marke ein Teil der Wertschöpfung und wenn ja, welcher Teil? Und genau um diese Diskussion geht es unter anderem. Aber ich meine, um es wieder auf Lichtenstein runterzubrechen, wenn jetzt zum Beispiel ein Programm wie Amazon, da liegt ja ein Basisprogramm zugrunde, wenn das in Liechtenstein entwickelt wird, dann ist es doch legitim, dass sozusagen der Liechtensteiner Ableger den Töchtern im Ausland für die Nutzung dieses Programms Lizenzen abnimmt. Absolut legitim und in unserer, wie soll ich sagen, westlich orientierten Entwicklungswelt auch so, man könnte fast sagen, kulturell verankert. Keine Frage. Das heißt, wir würden davon ausgehen, ein großer Teil der Wertschöpfung in Liechtenstein und dementsprechend bitte auch ein großer Teil des Steueraufkommens in Liechtenstein. Man kann natürlich auch eine andere Auffassung vertreten, vielleicht die der asiatischen Länder. Nehmen wir China, nicht nur ein großer Produktionsstandort, sondern eben auch ein großer Konsumentenstandort. Und dort kann man sicherlich auch die Auffassung vertreten, eine Marke ist so wertvoll, weil der Markt so groß ist. Und schon haben wir eine ganz andere Diskussion, wo findet die Wertschöpfung statt. Aber dann haben wir eine internationale Verteilungsdiskussion. Wer bekommt wie viel vom Kuchen? Das ist es letzten Endes. Also Fragen Standortwettbewerb, Steuerwettbewerb, das sind Verteilungsdiskussionen. Und nachdem wir im Bereich des Informationsaustausches ja sehr, sehr weit gekommen sind und lange dachten oder hofften vielleicht auch, dass das Thema Informationsaustausch ein Thema ist und Steuerwettbewerb ein anderes, geht man jetzt hin und verbindet diese beiden Themen im Sinne von mit noch mehr Informationen, noch mehr Transparenz, sowohl bei den Steuerverwaltungen im Ausland als auch politisch nutzbar, kann ich natürlich den Druck auf andere Staaten oder auf die Unternehmen selbst erheblich erhöhen und sie brandmarken, sie würden in dem einen oder anderen Standort zu wenig Steuern bezahlen und man würde Gewinne in andere Standorte verlagern. Wieder zurück nach Liechtenstein und einem konkreten Beispiel in der Vergangenheit, in den goldenen Jahren des schwarzen Geldes, war das relativ einfach. Man hat einen Briefkasten in Liechtenstein, der schreibt eine Honorarnote und man schöpft die Gewinne in den anderen Töchterbetrieben ab. Das war sozusagen mal so ganz vereinfacht das Kernmodell. Jetzt gibt es die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die sitzt in Liechtenstein, die macht Forschung und Entwicklung und belastet dann die Töchterunternehmen. Aber droht da nicht auch die Gefahr, dass man auch hier diskutieren wird müssen, wie hoch ist dieser Anteil, was darf ich verrechnen und was darf ich nicht verrechnen? Nun, ich denke, solange eigenständige Forschung, die hier beispielsweise stattfindet, verrechnet wird und Ergebnisse daraus, Lizenzierungen auf dieser Basis stattfinden, ist das relativ unproblematisch, weil hier die Entwicklung stattgefunden hat. Aber darf ich nachfragen? Ja, ganz anders wäre es, wenn sozusagen einfach nur Rechte zugekauft werden und die klar hier verwertet werden. Nein, ich bin schon beim korrekten Modell, es wird wirklich hier geforscht, aber wer bewertet den Wert der Forschung? Also wir entwickeln sozusagen irgendeine neue Technologie, gefertigt wird es in China, verkauft wird es aus China. Wie hoch darf ich sozusagen die Technologie ansetzen? Oder droht da nicht irgendwann einmal diese Diskussion, dass man sagt, okay, aber ihr verrechnet zu viel, ihr müsst auch in China Gewinne versteuern. Genau, da sind wir genau im Kern dessen, was passiert. Wir haben eine Auffassung und gehen wir davon aus, die ist wohl begründet und auf Basis der echten Zahlen, was in diese Forschung gesteckt worden ist, wie hoch die Aufwendungen waren. Und das bemisst sich oder daraus bemessen wir die Verrechnungspreise letzten Endes an die chinesische Tochter, machen wir es so. Das ist dann unsere Auffassung, hoffentlich auch die der Steuerverwaltung, gehen wir davon aus, dass das synchron ist. Die Frage, was die Chinesen davon halten, ob die den Preis für hoffnungslos zu hoch erkennen und damit zu viel nach Liechtenstein an Gewinn geht, das ist natürlich genau die zweite Frage. Und umso, wie soll ich sagen, transparenter und offener dieses
dieses Geschäftsmodell insgesamt ist, das industrielle oder Dienstleistungsgeschäft, umso eher können wir auch zu abweichenden Auffassungen kommen und dementsprechend natürlich dann zu Streitfällen über diese sogenannten Verrechnungspreise, indem sicherlich kleinere Staaten, auch hochtechnologisierte Staaten wie Liechtenstein beispielsweise, tendenziell Gefahr laufen, ich sag mal, von diesen eigenständigen oder wirklichen Unternehmensgewinnen, Residualgewinne, von den wirklichen Unternehmensgewinnen, welche zu verlieren und natürlich dementsprechend auch das Steuersubstrat zu verlieren. Es geht an genau dieses Steuersubstrat und die Frage ist, ob der Prozess am Ende ein fairer sein wird, mit, wie so schön heißt, mit gleich langen Spießen oder eher ein Staat, in dem Großstaaten profitieren und kleinere Staaten eher weniger. Aber ich meine, es ist, glaube ich, unbestritten, das Thema Steuern wird eine unendliche Geschichte. Ja, manche dachten, das sei so ein bisschen ein Tsunami, der kommt, sehr viel verändert, mal positiv gesprochen, und dann sich so ein bisschen wieder ausebbt. Wir haben eher nicht den Eindruck, dass es gab bestimmte Wellen. Es gab die Welle in Bezug auf Informationen betreffend Kapitalanleger auf Anfrage. Da dachte man schon, das würde sich jetzt wieder beruhigen. Dann gab es noch die ganz große Welle mit dem automatischen Informationsaustausch, wo wir im Grunde erst am Anfang stehen, nicht am Ende. Aber eben die Verknüpfung oder die ergänzende Veränderung im Bereich der, wie soll ich sagen, der Ausgestaltung von Steuersystemen, das zunehmend die G20, die OECD, jetzt auch neuerdings die EU, konkrete Anforderungen, nennen wir es Mindeststandards, an Steuersysteme stellen, die diese erfüllen müssen über die Standards, die wir schon kennen, Europarecht beispielsweise oder internationale Kompatibilität, was wir alles mit der Steuerreform hergestellt haben. Aber diese Entwicklung geht weiter und deshalb kann man durchaus sagen, das Steuersystem lebt oder muss leben, ist eine dynamischere Sache. Das heißt nicht, dass man jeden Tag und jedes Jahr das Gesetz anpassen muss, aber es gibt Entwicklungen, denen man Rechnung tragen muss. Aber wenn man es zynisch formuliert, ist es nicht sozusagen eine Strategie, Schritt für Schritt? Mit dem automatischen Informationsaustausch schafft man ja die Grundlage, um solche Diskussionen zu führen. Es ist alles eine Strategie und es ist genau die Strategie und die war schon Mitte der 90er eigentlich klar, nämlich, dass man Informationen möchte von anderen Staaten, insbesondere die Informationen möglichst geschützt haben, und zum Zweiten, dass man diese Themen mit dem Steuerwettbewerb und damit mit dem verschärften Zugriff auf das Steuersubstrat anderer Staaten, dass man das verbinden wird. Das war eigentlich Mitte der 90er klar. Es ging dann eher den Weg einerseits Informationen und andererseits Steuerwettbewerb, das ist ein bisschen abgeflacht, aber spätestens seit 2-3 Jahren ist sozusagen die Verbindung beider Themen wieder voll auf der Agenda. Von der großen Welt in die kleine Welt Liechtensteins Steuersystem, da gibt es jetzt viele Zurufe aus der Politik, Besteuerung der Mieten und Ähnliches. Macht es Sinn, jetzt diese Gespräche zu führen? Ich meine, man hat jetzt einige Erfahrungen, man hat noch nicht alle Erfahrungen, gerade Mindestertragssteuer wissen wir noch immer nicht, was passieren wird. Aber man hat jetzt sozusagen Erfahrungen, es gibt die Behauptung, es war aufkommensneutral, aber gefühlt hat man nicht das Gefühl, dass es aufkommensneutral ist. Man hat den Eindruck, Steueraufkommen ist stark zurückgegangen. Ja, ich glaube, man muss differenzieren. Also zum einen eine nehmen wir das Beispiel Mindestertragssteuer. Die Erhöhung der Mindestertragssteuer war im Grundsatz ja für die Steuerreform vorgesehen. Jetzt kann man sagen, das ist in den letzten 5 Jahren nicht erfolgt. Vielleicht auch aus gutem Grunde nicht erfolgt, weil man genau diese Zahlen erst haben wollte, was passiert mit dem Ende der besonderen Gesellschaftssteuern, Übergang in die ordentliche Besteuerung, was passiert da, was kommt heraus. Insoweit fehlen aber natürlich diese, sagen wir, die Erhöhung der Mindestertragssteuer fehlt und entsprechend natürlich auch im Steueraufkommen. Das Zweite ist, dass es sicherlich Sondereffekte gab im Bereich der Währungsentwicklung, im Bereich der Wirtschaftsentwicklung, die natürlich in einem Ertragssteuersystem anders zu Buche schlagen, als wenn ich parallel noch eine Kapitalsteuer habe. Gar keine Frage.
Dass es hier Volatilitäten gibt, auch keine Frage. Ich glaube, man kann aber auch erkennen, dass wieder gesundere Unternehmensgewinne, die in Liechtenstein erwirtschaftet werden und eben nicht im Ausland, also nicht die Gruppenergebnisse bitte nur anschauen, sondern die Liechtensteiner Ergebnisse anschauen, denn nur die führen zur Besteuerung hier, dass eine Gesundung hier, und das ist durchaus erkennbar, natürlich auch dann zu deutlich höheren Steuereinnahmen führt. Von daher, glaube ich, ist die Frage Neutralität, weniger, mehr Steuereinnahmen noch nicht ganz beantwortet, weil volatiler kann es ein Stück weit runtergehen, damit hat man auch gerechnet, wird aber in der Zukunft nach oben gehen. 4% Eigenkapitalabzug in Zeiten von negativen Zinsen bei Zentralbanken? Das ist ein Thema, ganz klar. Und der EK-Zinsabzug 4% ist sicherlich nicht zu hoch, um mal so anzufangen. Er ist gekoppelt ganz einfach mit dem Sollertrag. Und es ist vielleicht zu einfach, aber letzten Endes ist das der Punkt. Das, was in der Vermögensteuer in Anführungszeichen zu viel erhoben wird, wird beim EK-Zinsabzug zu viel als Abzug gewährt. Aber sind da nicht sozusagen die großen Unternehmen oder die Reichen die Profiteure? Ich denke, es ist ein Instrument, das die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts bestimmt. Und das würde auch ein EK-Zinsabzug mit identischem Sollertrag von 3% beispielsweise oder 2% oder 2,5% zeitigen. Es ist ein Element des Steuersystems. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben ein Steuersystem, in dem wir die tätigen Unternehmen und die Vermögensstrukturen identisch behandeln müssen, ausgenommen diese Privatvermögensstruktur. Aber bei der Privatvermögensstruktur sieht man sehr oft, sie sind nicht abkommensberechtigt, was Doppelbesteuerungsabkommen anbetrifft etc. Das heißt, Zukunftstrend ist eher die ordentlich besteuerte Stiftung. Und hier wollen wir natürlich attraktiv sein und bleiben. Und der EK-Zinsabzug ist natürlich ein extremes und wichtiges Element im Bereich vermögensverwaltender Strukturen, aber auch im Bereich von tätigen Unternehmen. Noch einmal, es ist ja so vorgesehen, dass dieser EK-Zinsabzug angepasst werden kann, aber eben gemeinsam mit dem Sollertrag. Also nicht nur der zu hohe EK-Zinsabzug, sondern viel mehr noch der im Zweifel zu hohe Sollertrag sollte vielleicht das Diskussionsbild bestimmen, der wiederum ein Stück weit ein Ausgleich ist von zu niedrigen Liegenschaftsbewertungen, die man vielleicht ja sukzessive in eine etwas höhere Richtung anpassen kann. Beispielsweise, wenn man den EK-Zinsabzug von 4% auf 3% senken würde, könnte man ja genau in dem Umfang Liegenschaften höher bewerten. Dann wäre kein Liegenschaftsinhaber höher bewertet, aber das Thema zu hoher Sollertrag und EK-Zinsabzug würde anders dargestellt und würde anders wahrgenommen werden. Aber ich meine auch wieder ganz vereinfacht, also ich muss sozusagen 4% versteuern, die ich nicht erwirtschafte im Moment, niemand erwirtschaftet 4%. Ich darf aber auf der anderen Seite, wenn ich Vermögen habe, 4% abziehen, die ich nicht versteuern muss. Wenn ich ein Unternehmen bin. Wenn ich ein Unternehmen bin, ja, und wenn ich investiert habe, also zum Beispiel eine Bank oder ein großes Unternehmen. Ja. Auch ein kleines Unternehmen. Auch ein kleines Unternehmen, mit großem Vermögen. Es gibt bestimmte Grenzen. Ja. Aber würde es nicht Sinn machen, so etwas anzupassen an tatsächliche Zinssätze? So ist es vorgesehen, aber eben nicht nur den EK-Zinsabzug, sondern eben auch den Sollertrag. Also genau. Beide stehen genau. Dem offen. Wie soll ich sagen, das ist Sache der Politik. Aufgabe der Politik, aber eben beides anzupassen. Man kann auch beides so lassen, wie es ist. Auch das ist eine Methode im Sinne von, bei den Privatpersonen ist man vielleicht nicht ganz so attraktiv, aber im Vergleich zu allen Ländern um uns herum immer noch extrem attraktiv. Also es ist ja nicht so, dass wir ein Hochsteuerland sind. Umgekehrt sind wir aber in dem wirtschaftlich tätigen Bereich, im Bereich von Vermögensstrukturen, weiterhin sehr attraktiv. Und das ist ja genau der Bereich, in dem dieser starke Steuerwettbewerb auch stattfindet. Also dem Land, der Bevölkerung geht es ja durchaus gut, wenn das Geschäft gut läuft. Und dementsprechend ist natürlich auch ein Fokus auf diese Unternehmensbesteuerung, Besteuerung von Vermögensstrukturen zu richten. Und wir sollten da, glaube ich, nicht zu statisch denken. Wir können da an diesen Schrauben drehen und alles andere bleibt beim Gleichen. Unternehmen sind durchaus flexibel und Kapital ist sehr flexibel. Und weniger attraktive Steuersysteme können eine Wirkung auf diese wirtschaftlich und vermögensverwaltet tätigen Strukturen haben.
Steuern ist ein zu weites Thema. Ich muss jetzt mit Mühe die Kurve zurück auf die Uni machen. Das Spannende an der Uni in Liechtenstein ist, dass man ja eine Verknüpfung von Theorie und Praxis anstrebt und dass es nicht nur die klassischen Studenten gibt, die das sozusagen als Hauptberuf machen, sondern dass es auch eine ganze Reihe von Programmen gibt, die sich speziell an Leute wenden, die schon im Beruf stehen und sich weiterbilden wollen. Und da ist, glaube ich, etwas Spannendes im Gange. Es sind verschiedene Dinge im Gange. Es ist auch, wenn ich das so sagen darf, das nicht nur angestrebt, sondern wir praktizieren das seit Jahren, die Verbindung von Theorie und Praxis. Und das ist, wie soll ich sagen, einer unserer ganz wichtigen Bereiche. Wir hatten letztens beispielsweise den Abschluss der 4 Executive Master Studiengänge im Finanzdienstleistungsbereich, in Steuern, in Gesellschaftsrecht, in Regulierung und im Bereich Asset Management. Und die Studierenden allesamt aus der Praxis kommend, in grob gesprochen unserem Alter, die haben Fallstudien zu bearbeiten gehabt in gemischten Teams und die 2 Tage lang zu präsentieren, zu diskutieren. Und hier konnten wir ja sehr spannende Ergebnisse zeigen, diskutieren im Bereich der internationalen Vermögensstrukturierung, beispielsweise des internationalen Asset Managements und auch vermitteln, wie wichtig es ist, interdisziplinär die Dinge anzugehen. Eben nicht nur, dass die Struktur stimmt, auch die Steuer muss stimmen, auch die Regulierung muss passen, die Überwachung und eben das Asset Management. Das sagt ja jetzt der Professor, aber was die Studenten dazu sagen, das wollte man natürlich auch wissen. Wir haben eine Fallstudie bearbeitet, eine ziemlich große Fallstudie. Dort ist es darum gegangen, im internationalen Sachverhalt für eine vermögende Familie bzw. ein vermögender Familienpatriarch eine bestmögliche Vermögensstrukturierung herzubringen mit geringem Haftungsrisiko und steuerlich vorteilhaft, was eine entsprechend komplexe und internationale Struktur mit sich gebracht hat. Wir dürfen einen grösseren Fall bearbeiten. Da ist es darum gegangen, dass ein österreichischer Unternehmer eine Nachfolge gesucht für seine Unternehmung. Nebenbei hat er noch mehrere Vermögenswerte gehabt. Einerseits Häuser in Deutschland, Wohnblöcke in Österreich. Und natürlich hat er spezielle Familienverhältnisse gehabt, wo Kinder in Amerika gelebt haben oder in Deutschland. Und das haben wir versucht, alles unter einen Hut zu bringen, dass es steuerrechtlich verhebt und dass es natürlich für zivilrechtlich auch für ihn eine gute Nachfolgelösung gegeben hat. Es war sehr interessant, vor allem auch mit den Steuerrechtlern, mit denen aus Banking und Finance und den anderen Studiengängen zusammenzuarbeiten. Man hat einen Haufen dazugelernt. Man sieht über einen eigenen Tellerrand aus. Ich komme aus dem Gesellschaftsrecht und dann sieht man ja, Gesellschaftsrecht ist nicht alles, aber ein wichtiger Teil. Die Zusammenarbeit in der Gruppe war auch sehr, sehr interessant. Da haben wir eigentlich viel gebraucht. Am Anfang hatte ich ein bisschen Respekt, weil ich dachte, okay, Teamarbeit hat immer eben die Schwierigkeit, dass vielleicht gewisse arbeiten und gewisse nicht. Im Nachhinein habe ich sagen, wir hatten ein sehr gutes Team, es haben alle gearbeitet. Wir sind eben aus verschiedensten Richtungen gekommen. Und das ist sehr interessant, dass man aus diesen Bereichen, zum Beispiel Gesellschaftsrecht oder Asset Management, sehr viel lernen hat können. Und die Fehler sind auch so aufgebaut, dass man es wirklich allein hat man es nicht hergebracht. Also jeder hat seinen Beitrag leisten müssen, damit man zu einer guten Lösung kommt. Und von dem her muss ich sagen, sehr kurzwillig, sehr interessant und ich habe sehr viel gelernt und hat mir wirklich Spaß gemacht. Ist das eine Besonderheit, diese intensive Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis? Ist so etwas an einer kleinen Universität leichter als einer Universität mit mehreren tausend Studierenden? Ich glaube, man muss es wollen. Es ist eine Frage der Ausrichtung, des Fokus. Das kann man grundsätzlich auch an großen Universitäten machen. Ich glaube, für uns, für unser Selbstverständnis ist wichtig, dass wir eben einen Beitrag für Liechtenstein zeigen wollen, der sowohl in theoretischen Abhandlungen, Vorlesungen und so weiter, Forschungsprojekten stattfindet, um, wie soll ich sagen, ein paar Jahre vielleicht im Voraus sich mit Dingen zu beschäftigen, aber eben auch ganz konkret in der Anwendung, in der Umsetzung, in den Praxisproblemen, die es gibt, dass wir die auch aufgreifen, dass das zurückspiegelt an die Uni. Und dass wir hier auch unseren Beitrag leisten können zu Entwicklungen, die wir ja im steuerlichen Bereich, haben wir das gerade gesehen, zuhauf haben. Und
vielleicht auch der Praxis Orientierung geben können. Praxis muss in der Praxis stattfinden, aber ich glaube, es ist wichtig für eine Institution im Lande, zumal in Liechtenstein, sich mit den Themen, die für die Leute im Land, die hier aktiv sind, wichtig sind, dass man sich mit den Themen beschäftigt und hierauf eingeht und seinen Beitrag leistet. Da müssen wir jetzt sozusagen aus zeitlichen Gründen einen Absatz machen, aber das Thema, das unendliche Thema Steuern wird uns sicher noch mehrfach beschäftigen. Ich bedanke mich für den Besuch. Danke sehr. Bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wie immer, es hat Sie interessiert und ich wünsche Ihnen auch wie immer noch viel Vergnügen mit unserem weiteren Programm. Dankeschön und auf Wiedersehen.